Ja, herzlich willkommen zum letzten Spieltag von der zweiten Liga. FC Amundsen gegen FC Romanshorn. Ich will danke vielmals, dass sich Trainer Patrick Zülich Zeit nimmt. Bitte gern. Trainer von FC Romanshorn. Schuhe auch dabei. Oi. Bitteschön. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Eben vielen Dank, dass du dir hast können Zeit nehmen. Für euch, FC Romanshorn, geht es heute um recht viel. Ihr könnt heute den Meistertitel einfahren. Was ist der Plan für heute von Ihnen, vom heutigen Spiel? Der heutige Spielplan ist wie folgt. Das Gleiche machen, wie wir bis jetzt hier gemacht haben. So sind wir erfolgreich gewesen. Wir wollen hoch angreifen, vorne drauf gehen und mit einer grossen Intensität das Spiel bestreiten. Und ja, mit guter Energie in der Mannschaft, positiv und Freude am Fußball. Und dann haben wir glaube ich, heute eine gute Mannschaft auf dem Platz, wo wir richtig sicher gehen können. Aber es steht auch ein Gegner da, den ich sehr respektvoll finde. Und ja, wir müssen alles geben, dass wir heute gewinnen können. Jetzt dadurch halt eben so ein wichtiges Spiel, kurz, also im letzten Spieltag genommen so viel geht. Wie haben Sie Ihre Jungs auf das eingestellt, auf das Spiel? Haben Sie denen klar gemacht, um was es heute wirklich geht, auf dem Platz, hier in, auswärts in Amriswil? Gute Frage. Wir hatten ein Spiel in dieser Rückrunde schon gegen Arbon, wo es um sehr viel gegangen ist. Dort habe ich wahrscheinlich fast zu viel gemacht in diese Richtung. Und dort waren wir dann über Pace und haben den Match dann auch verloren. Darum bin ich heute ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ich habe es überhaupt gar nicht gross angesprochen. Ich habe gesagt, spielen Fußball, haben Freude miteinander und denken gar nicht gross nach, was passieren kann. Sondern wir müssen unseren Match gewinnen und Arbon muss patzen. Und ja. Aber es geht um vieles für uns heute. Es ist, glaube ich, die beste Saison, die Romanshorn je gespielt hat bis dahin. Und, aber ja, gar nicht groß Druck machen, die Jungs. Haben Freude, spielen Fußball. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann kommt es gut. Ja. Jetzt geht es eben heute um den Titel. Hätten Sie das vor dieser Saison erwartet, dass Sie heute plötzlich an diesem Punkt stehen, zwei Punkte hinter dem Arbon, dass Sie heute doch noch Meister werden können? Ehrlich gesagt, nein. Das ist meine erste Saison als Trainer. Ich durfte vorher beim FC Amundsen shooten, also ich habe da eine Verbindung hier hin. Und dann durfte den Romanshorn übernehmen ab dem Sommer. Und ich bin mit dem Ziel in die Meisterschaft gegangen, Dritter zu werden. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Und jetzt wollen wir natürlich auch Erster werden, aber wird extrem schwierig. Es muss vieles zusammenpassen. Aber Anfangs der Saison habe ich das niemals gedacht. Ja. Ich darf einfach nachhaken. Jetzt als Frage ist mir, du hast gesagt, du hast das jetzt zum Dritten werden. Hast du nur wie auch ein Ziel vom Vorstand bekommen, das heisst, wir müssen Meister gewinnen oder so? Nein, der Vorstand hat mir völlig freie Hand gelassen und das Ziel habe ich mir gesteckt mit dem Staff zusammen. Und nicht vom Vorstand aus irgendwie Druck oder so, wir müssen aufsteigen, gar nichts. Es ist sehr, sehr ein sehr gesunder Verein, der FC Romanshorn, wir arbeiten miteinander Hand in Hand. Und wenn wir jetzt auch hinten dabei wären, würden sie uns auch voll unterstützen. Und das ist mega schön, das Vertrauen spüren vom Verein, vom Vorstand und ja. Genau. Macht es für Sie in diesem Umstand jetzt schwieriger, heute müssen auswärts zu spielen, als daheim in Romanshorn? Ja, soll ich sagen, wahrscheinlich schon, weil wir sind eine Heimmacht. Wir haben alle Spiele jetzt in der Rückrunde die Heim gewonnen. Und ja, hier auswärts in Amundsen, wo der Platz ein bisschen grösser ist wie bei uns daheim, mit einer Bahn rundherum, wo nicht alle Spieler so gerne haben von mir, wird sicher schwieriger sein für uns, zu unser Spiel zu machen, zu finden. Aber der Gegner hat genau den gleichen Platz und das ist, ja, das ist ein Derby, geht um etwas, ist cool, macht mega Spass. Ja. Jetzt, wenn man heute das Spiel verlieren würde, sage ich jetzt einfach einmal, könnte man auf den dritten Platz abrutschen, je nachdem, was Bischofszell macht. Hätten Sie trotzdem Ihr Ziel erreicht, wären Sie trotzdem noch glücklich darüber, was Sie erreicht haben mit dem Team? Ich glaube, wenn ich das so in zwei Wochen würde reflektieren lasse, dann definitiv. Aber wenn ich heute Abend auf die Tabelle schaue und wir sind Dritter und Bischof sind Zweiter, dann bin ich sicher nicht happy heute Abend. Weil unser Ansporn ist schon, Bischof Zell hinter uns lassen und heute gewinnen. Und das ist ganz klar der Fall. Und, ja. Aber im Nachhinein werde ich dann wahrscheinlich schon glücklich sein, das sicher. Aber in dem Moment heute sicher nicht, wenn es so rauskommt. Ja. Amriswil hat das letzte Spiel auswärts verloren gegen Uzwil 2 mit 3-0. Gibt Ihnen das noch mehr Selbstsicherheit für heute, für das heutige Spiel? Nein, nicht. Also ich bin einer, der nur auf meine Mannschaft schaut, was der Gegner gemacht hat im Vorhinein oder so. Das können wir nicht beeinflussen. Kann ich auch nicht
wenn sie 3-0 verlieren, dann ist es so gewesen. Weil Uzwil ist sehr ein guter Gegner, das kann ich bestätigen. Wir haben auch knapp gewonnen gegen sie, sie sind sehr gut gewesen. Und ja, das beeinflusst uns 0,0. Wir müssen unser Spiel bringen und dann können wir als Sieger vom Platz gehen. Sonst, ja. Du musst auf nachhocken. Mhm. Wie schon vorhin gesagt, das Uzwil hat das letzte Spiel gegen Amazon gewonnen. Dann sind ihr Gegner, vielleicht wenn es das nächste Spiel ist, vielleicht eine Woche davor schon noch ein bisschen anschauen und sich darauf einstellen? Oder mehr auf das eigene Team fokussieren? Ich mache schon hauptsächlich nur das eigene Team. Also ich gehe schon die ganze Liga immer wieder schauen, wenn ich irgendwo Zeit habe und schaue mal etwas raus, wo wir uns den Gegner vielleicht knacken können. Aber das Hauptaugenmerk ist auf unserer Mannschaft. Und es geht nur um meine Mannschaft, die müssen Gas geben. Und wenn wir das machen, wenn wir das Herz auf den Platz bringen, dann bin ich grundaus zufrieden und dann muss ich nicht auf den Gegner schauen. Ja. Eben genau, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, ihr habt 9 Goal geschossen in den letzten beiden Spielen. 4-0 gegen Bütschwil, dann plötzlich 5-0 auch gegen Kreuzlingen. Gibt das Ihnen auch Selbstsicherheit, jetzt, dass Sie heute nochmal so viele Goal können schiessen? Ja, nochmal so viele Goal können schiessen ist wahrscheinlich extrem schwierig. Ja, wir haben heute unseren Topscorer nicht dabei, aber das ist auch okay so. Aber ja, wir haben genug andere, die Goal schiessen können. Unsere Mannschaft ist sehr breit aufgestellt. Und, ja, wir haben gegen Bütschwil das beste Spiel gemacht in dieser Saison. Aber gegen Galtschau-Kreuzlingen bin ich gar nicht zufrieden mit dem Auftritt von uns. Wir haben zwar 5-0 gewonnen, aber hätte auch ganz anders können laufen. Ja, bin ich wirklich nicht zufrieden gewesen. Darum müssen wir noch einmal eine Schippe drauflegen, dass wir heute können als Sieger vom Platz gehen können. Ja. Eben, jetzt hat es sehr ein wichtiges Spiel für Sie, persönlich sicher auch. Eben, erste Trainerstation jetzt. Wie wäre das, in der ersten Saison direkt als Trainer auch ein Meister zu werden, wenn das jetzt heute wirklich der Fall wäre? Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich habe es noch nie erlebt. Ich glaube, ich müsste dann gerade den Bettel hinwerfen und den Schuhe oder den Trainermappe an den Nagel hängen und aufhören mit Fußball. Nein, das werde ich sicher nicht machen. Aber ja, würde mich natürlich extrem mit Stolz verbinden. Aber dazu gehört die ganze Mannschaft, wie auch der Staff, der mich extrem unterstützt hat das ganze Jahr. Und das schätze ich sehr. Das hätte ich niemals geschafft, ohne alle miteinander. Und ja, wir wären sicher extrem stolz, weil der FC Ronsan war noch nie in der Zweitliga Interregio gewesen. Und ja, definitiv. Also wäre sicher happy, ja. Dann sind wir mal sicher gespannt auf das heutige Spiel. Ich gebe noch das letzte Wort an Purzel. Ja, ich möchte mich bedanken, wenn man Patrick Zürich. Ich möchte auch mal sagen, dass heute da war beim Vorbericht. Es sind jetzt hier wirklich sehr interessante Interviews da gehört. Danke vielmals, dass du dabei bist. Hoffen wir nochmal, dass es besser gewinnt. Danke euch vielmals, dass wir das machen. Mega schön. Ich fühle mich auch geehrt, dass ich hier anstehe und mit euch über das Spiel reden. Ist speziell und schön macht ihr das auch. Merci cool, auch. Ja. Gut, dann geht es nicht mehr so lange, bis das Spiel startet. Und vielen Dank, Patrick Zöhlig. Danke vielmals euch. Interview. Ja, danke. Macht's gut. Ja? Gut. Guten Match. Merci, gleichfalls. Und damit herzlich willkommen zum Spiel zwischen FC Amriswil und dem FC Romanshorn. Das letzte Spiel aus dieser Saison und die Möglichkeit sogar noch für den FC Romanshorn Meister zu werden. Das erste Mal, dass das Team in der zweiten Liga werden. Also das erste Mal, wo die Zweitligamannschaft Romanshorn kann Meister werden unter dem Trainer Patrick Zülig. Seine erste Trainerstation und heute könnte vielleicht direkt für ihn schon fast ein Wunder gelingen, mit dem Team Meister zu werden. Die Teams sind inzwischen auf den Platz eingelaufen. Unter anderem rechts von den Kindern noch kleine Pyroaktion. Nochmal zum der FC Amriswil hier nochmal daheim anzuführen. Auch wenn es für das Heimteam um fast nichts mehr geht. Eigentlich um gar nichts mehr. Sie haben den 11. Platz auf sicher. Heisst, sind weg vom Abstieg. Und ja, für den FC Romanshorn spitzt sich das Ganze noch ein bisschen an. Die können eben heute noch Meister werden, aber theoretisch auch noch Dritter zu werden. Also wenn Romanshorn heute verlieren würde und Bischofszell gewinnen würde, wäre Romanshorn nur Dritter Platz. Anstelle aber, falls Romanshorn jetzt gewinnen würde, hier auswärts und Arbon, wie auch immer, verlieren würde, könnte Romanshorn heute noch Meister werden. Zwei Spieler,
ein Urgestein sind in uns, Es werden noch Spieler verabschiedet, so wie das aussieht. Auf der Seite vom FC Amriswil, die heute in Rot spielen werden. Gegen den FC Romanshorn. Herzlich willkommen zum Spiel zwischen FC Amriswil und FC Romanshorn. Für den FC Romanshorn geht es heute noch um viel. Die können heute Meister werden, genau wie sie aber noch können Dritter werden. Unter anderem für den FC Amriswil ist die Saison eigentlich, also für sie bräuchte das Spiel heute eigentlich nicht mehr. Die haben den 11. Platz sicher können im Müssen und am Abend haben es also geschafft, den Abstieg zu verhindern. In diesem Spiel. Sind wir also gespannt. Zwischen FC Romanshorn, die in Rot spielen, gegen den FC, also der FC Amriswil gegen den FC Romanshorn. Das einzige Problem, das ich habe, rechts von mir ist etwas nass. Ich habe es nämlich geschafft, vor dem Spiel noch die Eistee auszuleeren. Und damit habe ich hier ein Problem. So, und das ist noch nicht der Ausspiel. Das Ausspiel wird wiederholt. Und jetzt ist es soweit. Also, FC Amriswil gegen der FC Romanshorn. Hier in dem letzten Spiel in der Zweitliga. Und Achtung, der FC Romanshorn. Das erste Mal jetzt ein bisschen Ballbesitz. Versucht gerade das erste Mal ein Spiel aufzubauen. Neben mir eine kleine Kurve. Edona Zadiki. Mit einem langen Ball über links. Möglichkeit jetzt für den FC Amriswil, für den FC Romanshorn, aber Amriswil kann das erste Mal den Ball befreien. Petri Jakupi spielt ihn zurück. Der Goalie und dann gibt es einen ersten Mal Einwurf für den FC Romanshorn. Ja, für den FC Romanshorn geht es heute noch um viel. Eben, die können heute Meister werden, genau wie sie aber noch Dritter werden können. Je nachdem, was Arbon heute macht. Die spielen heute noch um einen Titel. Und zwar gegen den FC Flawil. Romanshorn müsste aber das Spiel gewinnen und Arbon verlieren, für das nur dann könnte der FC Romanshorn heute Meister werden. Unter anderem eben für Amriswil geht es um nichts mehr. Der 11. Platz heiße auf sicher. Darum könnte es trotzdem ein hitziges Spiel sein. Es ist das letzte Spiel in dieser Saison.
Einwurf ausgeführt. FC Amriswil im Ballbesitz. Und jetzt geht der Ball verloren. Und jetzt die schnelle Möglichkeit für den FC Romanshorn. Ah, Ball will aber nicht so richtig mit dem Spieler mitgehen. Aber dann ein schöner Steilpass. Erst einmal kommt der Ball mal so richtig Goal. Aber ist natürlich kein Problem für Pascal Stadler, der in Amriswil im Goal steht. FC Amriswil jetzt über die Linke. Der Ball ist dann los und erster Einwurf für den FC Romanshorn. Amriswil kann den Ball nicht so richtig befreien. Aber jetzt ist er weg. Amriswil bringt den steilen Ball auf. Und der Goalie vom FC Romanshorn hat er richtig gut aufgepasst. Ah, Steilpass, aber der kommt ein bisschen zu steil. Seite vom FC Romanshorn. Erstes Foulspiel vom FC Romanshorn, somit der erste Freistoß für den FC Amriswil. Harte Zusammenprall dort. Triton Kaisami, habe ich vielfach gesehen, der in diesem Zweikampf viel begriffen war. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, vielleicht für einen schnellen Angriff. Aber der Ball kommt zu ungenau gespielt. Also beim FC Romanshorn klappt die schnelle Angriff nach vorne noch nicht so ganz, wie man sich das vorgestellt hat. Also viel von mehr kommen. Aber jetzt, es ist ja noch früh im Spiel, wir sind erst in der 6. Spielminute. Zwiel. Ist dann draußen. Es müsste Einwurf geben, wenn ich das. Ja. Ja, so ist es. Einwurf ist ausgeführt worden, beinahe ein Fehler. Fast an der Mittellinie. Amriswil am Anfang sehr defensiv gefolgt. Der FC Romanshorn steht sehr hoch. Wollt natürlich heute so schnell wie möglich einfach ein Goal schießen, damit Sicherheit in der Mannschaft herrscht. Amriswil am Anfang sehr defensiv gefolgt auf jeden Fall. Und jetzt die Möglichkeit für den FC Romanshorn. Flanke kommt gut in die Mitte. Kann hier nicht so richtig kontrollieren. Dann der Ball kommt nochmal. Erster Goalschuss in der 7. Spielminute für den FC Romanshorn. Vielleicht mal der FC Amriswil, aber da wird so ziemlich im 16er geklärt, direkt in die gegnerische Hälfte. Oh, und dann das 21 vom FC Amriswil, der Lukas Soller, kann hier gerade noch den Ball
zum Goalie zurückspielen. So, Pascal Stadler, 18. Startelf-Einsatz. Am heutigen Tag auch der Captain in diesem Spiel. Oh, harter Zweikampf, Ball gespielt, kein Freistoß, sehr fragwürdig. Aber der Amrisil kann sehr schnell den Ball wieder an und dann kommt der Ball da in die Mitte gespielt. Aber der 17er vom FC Amriswil, der Lian Stähli, kann den Ball nicht so richtig verwerten, wie er das gerne wollte. FC Romanson jetzt erst mal auch ein bisschen defensiv gefragt. Dann kommt der Ball wieder im Seite aus. Ball gut zurück. Wieder zum Stadler. Der mit einem langen Ball auf die Links raus. Zum Achter. Aber der kann den Ball nicht so richtig annehmen, wie er wollte. Zum Pereira ist der Ball gekommen. Und jetzt gibt es eine kleine Lücke, die der FC Romanson ausnutzen kann. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Über die linke Seite. Ball kommt zwar in die Mitte. Oh, und dann kann der Zweier gerade noch so klären. Der Noel Grubenmann. Und somit ist das der erste Eckball. Für den FC Romanson. Eckball. Und er kommt sehr gut. Und dann aber der Ball knapp übers Goal. Gut, Eckball von Christian Lang. Auf jeden Fall die beste Aktion bis jetzt in dem Spiel. Jetzt über die rechte Seite. Erstmal kommt der Ball so halbwegs in die Mitte. Hat nicht so richtig. Jetzt Romanson einfach mal mit einem Distanzschuss. Etwa 20 Meter über das Goal. Hat ihn aber auch nicht richtig so drauf, wie er wollte. Während dem Schuss, wie man sieht, umgeht. Also der FC Romanson ist auf jeden Fall bemüht, nach vorne etwas zu machen. Aber jetzt hinten können sie jetzt erstmal lang werden. Aber dann ist das Offside. Das erste Offside in diesem Spiel. Gut 12 Minuten gespielt. Noch immer steht da 0-0. Romanson
spielt sich da sehr schön durch im Mittelfeld. Ball kommt da sehr gut, das ist die Möglichkeit, aber... Oh, 23er. Ist zwar schneller gewesen, aber kommt der Ball nicht richtig, Ball kommt in die Mitte. Und der erste, und dann kommt eine gute Flanke, die an die Latte geht. 13. Minute. Erster Lattenschuss vom FC Romanshorn. Also Romanshorn jetzt das erste Mal richtig nah gewesen zum 1-0. Jetzt gibt es den ersten Freistoß in der 14. Minute mit der FC Amriswil. Flanke kommt sehr gut. Oh, und das war richtig knapp gewesen. Die erste riesige Chance für den FC Amriswil. Bayao bringt den langen Ball, der aber ins Haus rausgeht. Steil für den Fabian Züllig. Er übrigens der kleine Bruder vom Trainer Patrick Züllig. Patrick Züllig, gut zum Wissen, seine erste Saison als Trainer. Das hat er eine richtig starke Leistung gemacht mit dem Team. Und jetzt wird man heute darauf hoffen, dass Arbon das Spiel verliert, sodass man noch ein Meister werden kann. Achtung, jetzt eine gute Chance. Oder auch nicht so richtig. Schön den Ball abgenommen, fast an der Mittellinie. Und jetzt gibt es eine riesige Chance für den FCM. Boah, und dann knapp am Goal vorbei. Romanshorn mit einer richtig guten Chance mit dem Spieler Nummer 13, der Silva Bayal. Also Romanshorn da sehr nüchtern mit dem 1-0 nach 16 Minuten. Schon drei gute Möglichkeiten. Und der Abschlag von Pascal Stadler. Der jetzt gerade wieder gebraucht wird. Freistoß somit für den FC Amriswil. Viel zu weit gebracht bei diesem Freistoß. Also man sieht schon ein bisschen, Romanshorn spielt viel mit langen Ball. Immer wieder Seiten wechseln und auch versuchen, in die Spitze rauszuspielen.
Sehr gut geklärt, wie man hier sieht. Von Noel Kuppmann. Also 18 Minuten gespielt. Bis jetzt muss man schon fast sagen, drei sehr gute Möglichkeiten für den FC Romanshorn. Eine gute Chance für den FC Amriswil. Ah ja, ja, und dann ein Fehlpass. Und jetzt könnte es schnell gehen. Für den FC Amriswil über rechts raus. Ah ja, ja, und dann die Flanke. Kommt ist nirgendwo. Noch nicht so ganz, dass es der FC Amriswil hier bieten will. In diesem Spiel. Dann den Ball noch ein bisschen weggeschossen. Gibt aber keine Verwarnung. Der Direktschuss aus fast 40, 50 Meter, auch natürlich ungefährlich bei dem Freistoß. Aber ich nehme nicht an, dass das geplant war, dass der direkt aufs Goal hätte. Und jetzt gibt es Einwurf für den FC Amriswil. Geht natürlich besser von beiden Mannschaften, also der FC Romanshorn muss da schon noch ein bisschen mehr bieten. Mehr Chancen rausspielen, mehr genaue Pässe, vor allem die kurzen Pässe, und besser funktionieren. Und das sollte noch etwas werden soll mit dem Titel. Aber bis jetzt muss man sagen, heisst sich ein bisschen überrannt. Oder am Anfang zumindest schon, jetzt trifft Amriswil. Und da braucht es einmal den Goalie in der 21. Minute vom FC Romanshorn. Sehr gute Tat, auf jeden Fall. Von Nicolas Fink. Amriswil, muss man aber sagen, macht es recht gut. Bis jetzt kein großer Klassenunterschied zu erkennen zwischen dem 11. Platzierten und dem 2. Jetzt Achtung, die riesige Chance, sehr gut gespielt. Und da hätte er ihm direkt schießen müssen, hat jetzt die Chance und knapp übers Goal in der 22. Minute. Sehr gute Möglichkeit für den FC Romanshorn. Kein Eckball. Der Fink hat ihn gerade noch so können im Spielfeld lassen. Einwurf für den FC Amriswil. Ah,
Jetzt wieder viele Freiheiten da und das kann möglich sein, aber es ist offside. Ein bisschen zu früh gestartet. Vom 9er Carlo Zanetti. Freistoß für den FC Romanshorn. Und er ist schnell ausgeführt worden, aber muss wiederholt werden. Jetzt sehr gute Möglichkeit. Ja. Der nächste Einwurf, besser gesagt. Fabian Züllig. Der geht der Einwurf. Chiasini. Bald zu ungenau, aber André Süle kann trotzdem kontrollieren. Zwischen 25 Minuten gespielt, ein bisschen mehr als die erste Halbzeit von der ersten Halbzeit. Und jetzt die richtig gute Chance und will immer noch nichts 1-0. Richtig gute Möglichkeit für den FC Romanshorn. Also es klappt noch nicht alles so, dass der Ball rein wird. Aber wenn das noch etwa 5-6 Mal so wird, denke ich, wird dann auch schon bald 1-0 fallen. Also da muss der FC Amriswil in der Defensive noch ein bisschen besser stehen. Und der nächste Steilpass, aber direkt in die Füße von Maurice Baldella. Boah, hoher Fuß, das wird auch gehandelt. Somit Freistoß für den FC Romanshorn, der ausgeführt worden ist. Und jetzt gibt es vielleicht eine gute Chance. Und kein Penalty, Ball gespielt, sagt der Schiri. Penalty wird natürlich der FC Romanshorn gerne. Bis jetzt ist, was mir gefallen ist. Der Pascal Stadler hat bis jetzt noch nicht einen Ball müssen halten. Im Gegensatz zum Fink schon. Also der Fink hat einen bis jetzt müssen parieren.
Hey, weißt du, unter mir Strache aber noch ein bisschen. Auf die Statistik. Jetzt Amriswil. Zweimal nach der Fuchs sehr gut schießen mit dem Freistoß. Eben mit dem, wo er hat müssen parieren. Einwurf für den FC Romanzahn. Jetzt die Möglichkeit, jetzt kommt die Flanke. Und das gibt Freistoß. Zanetti dort hat sich weggeduckt beim Zweikampf. Somit Freistoß für den FC Amrisin. Und das geht jetzt eine sehr gute Möglichkeit. Aber der Verteidiger mit der Nummer 21 beim Amriswil, der Lukas Oller, sehr schnell unterwegs. Kaum eine Möglichkeit, die Flügelspieler von Romanzahn da irgendwie durchzukommen. Und jetzt aber eine richtig gute Chance. Aber Petru Jakupi kann den Ball hinten raus befreien. Bei der Flanke, die in die Mitte geschlagen worden ist. Der FC Amriswil. Oh,
Wir sind jetzt übrigens schon in der 33. Minute. Also noch 12 Minuten bis zur Halbzeit und jetzt, doch nicht die gute Möglichkeit. Sehr schön gespielt. Der Berchetti vom FC Romanson. Möglichkeit für FC Amriswil. Aber. Oh, sehr schön geholt und das ist dann Offside. Doch kein Offside, also was ist jetzt? Anscheinend Offside angezeigt. Obwohl er ihn gar nicht nochmal genommen hat, der 17er. Und wahrscheinlich wegen der Bewegung Richtung Ball. Könnte sein, dass er Offside gewertet worden ist. Aber es gibt jetzt nochmal die Möglichkeit für einen 24er. Und das ist eine richtig gute Möglichkeit. In der 35. Minute. Eine riesige Chance von Elvir Ippler. Jetzt hier in einem sehr schönen Ballbesitz. Versucht hier rein zu flanken. Holt aber. Ball anscheinend nicht draußen gesehen. Mit dem Linienrichter. Obwohl ich ihn eigentlich auch draußen gesehen habe. Versucht zum Angriff nochmal. Klappt aber nicht. Und jetzt auf der anderen Seite. Ah, doch nicht. Amriswil. Hat nicht ganz so geklappt, aber jetzt ein schöner Solo-Lauf. Schön links raus gespielt. Und Möglichkeit auch, versucht er am Goalie vorbeizulegen. Der Silva Bayau. Der Topscorer übrigens vom FC Romanshorn heute nicht dabei. Wieso ist unklar, aber ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der fehlt. Hier beim Gästeteam. Flanke kommt hier und das ist Offside. Ball wäre aber neben durch. Also alles halb so schlimm. Schlussendlich. Vom FC Romanshorn. Also 38. Minute läuft inzwischen. Noch immer steht 0:0 zwischen dem FC Romanshorn und Amriswil. Und dann
harten Zusammenschlag zwischen den beiden Teams. Es gibt geile Karten für den FC Amriswil. Ganz genau können beobachten, wer die geile Karte bekommt. Aber es müsste der 12er gewesen sein. Der Boris Baldella. Und dann gerade wieder offside hinterher. Aber kein Problem für den Fink. Da kann der Ball ganz einfach festhalten. Und einen schönen Steilpass in die andere Richtung. Aber gerade noch so verteidigt worden. Und der Steilpass dann zu ungenau. Übrigens auch der Patrick. Ich muss gerade den Namen nochmal finden, Entschuldigung. Patrick Züllig, übrigens selber Spieler gewesen beim FC Romanshorn, beim FC Amriswil. Dann das Traineramt beim FC Romanshorn übernommen. Der wird jetzt als erster zweiter Platz. Stand jetzt, kann heute sogar Meister werden, aber auch theoretisch noch Dritter werden. Möglichkeit jetzt für den FC Romanshorn, aber war das zu ungenau vom Edonat Sadiki. Klappt alles noch nicht so genau, aber jetzt gibt es vielleicht eine gute Möglichkeit. Ah, versucht den flachen Ball in die Mitte zu bringen. Nächster Einwurf für den FC Amriswil. Beinahe den Ball abgenommen, aber sie haben jetzt den Ball. Schöner Steilpass, ah, aber über den Fuß. Unglücklich gelaufen. 42. Minute, also noch 3 Minuten in der ersten Halbzeit, plus vielleicht noch 2-3 Minuten Nachspielzeit. Ausgeführt werden. Oh!
Für die FC Roman so. Schnell ausgeführt, der Einwurf. Und dann gibt es Eckball in der 44. Minute. Ausgeführt worden. Der Ball kommt sehr gut und da verpassen zwei in der Mitte in der 44. Minute vom FC Romanson. Also viel Glück für den FC Amriswil. Viele gute Möglichkeiten hat es schon in der ersten Halbzeit gegeben. Heute könnt ihr dafür sprechen, dass Romanson da in Führung geht. Und jetzt nochmal vielleicht ein guter Hilf für den FC Romanshorn. Und es gibt noch einen Eckball in der 45. Minute. Der Silva Bayau wird den Ball in die Mitte bringen. Schafft man es, das 1:0 vor der Halbzeit zu bringen. Der Ball kommt zu weit. Und dann ist also Halbzeitpause. 0:0 steht zwischen dem FC Amriswil und dem FC Romanshorn. Geht zur Pause. Sind wir mal gespannt drauf, was da in der zweiten Halbzeit abgehen wird. Romanshorn bis jetzt die effizienteren Möglichkeiten, aber noch nicht genug effizient, dass der Ball reingeht. Klar, der Lattenschuss ein bisschen blöd gelaufen, aber sonst an sich sehr gute Hälfte gewesen. Aber Amriswil hat noch zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt. Sind wir also gespannt auf die zweite Halbzeit. Vielen Dank, dass du schnell Zeit nehmen kannst für das Interview hier in der Halbzeitpause. Ja, 0:0 jetzt zur Pause. Man hat gute Möglichkeiten gehabt. Wie zuversichtlich bist du für die zweite Halbzeit? Ich denke, wir müssen uns ein bisschen steigern. Also, ich denke, wir werden es auch machen. Wir sind nicht ganz auf dem Niveau, wo wir sollten sein. Aber es gibt halt so Spiel. Stimmt es manchmal nicht, aber ich denke, wir werden es fangen als Mannschaft und den Sieg mit einem, ja. Der Lattenschuss hat natürlich auch sehr weh. Ja. Was muss man mehr machen, um effizienter zu sein in der zweiten Halbzeit? Ja, ich denke, schneller in Zweikämpfe, es muss einfach alles ein Zacken mehr, einfach eine Steigerung von jedem. Einfach Bissigkeit und ein bisschen mehr hoch. Aber sonst ist eigentlich eben, ich denke, es kommt schon. Ist gut, merci. Noah Theber, wie ich es gerade vorhin bei deinem Kollegen schon angesprochen habe, Effizienz fehlt noch ein bisschen. Jetzt in der zweiten Halbzeit, was erwartest du vom Team? Ja, auf jeden Fall müssen wir in Führung gehen langsam. Das Tor war auch schon kurz davor zu passieren, aber ich glaube, wir machen den. Und hinten ein, zwei Chancen zugelassen, aber sonst eigentlich dicht gehalten. So, als Außerstehender habe ich das Gefühl gehabt, die langen Bälle funktionieren sehr gut. Bei den kurzen Pass muss noch ein bisschen Zielstrebigkeit sein. Wie siehst du das? Ja, fehlt auf jeden Fall ein bisschen Spannung vom Team. Vielleicht ist das, weil es so warm ist, aber ja, die langen Bälle funktionieren gut, aber die gehen halt auch auf die Knochen, wenn es so warm ist. Darum, ja, müssen wir probieren, kurz rauszuspielen. Erste Halbzeit eben eigentlich recht gut gesehen. Sind sie
auch, sind sehr zuversichtlich für die zweite Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen das noch. René Sollo, herzlichen Dank, dass du auch schon kannst Zeit nehmen kannst, hier in der Halbzeitanalyse. Ich habe das Gefühl gehabt, so die erste Halbzeit war sehr schwierig für beide Teams. Muss man aber sagen, dass Roman Zorn doch noch ein bisschen mehr überhand hat. Was müsst ihr besser machen in der zweiten Halbzeit, um auch defensiv bereit zu stehen? Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben recht viel Spielanteil für da auf der Position, wo wir sind und wo Roman Zorn steht. Ich sehe es jetzt nicht ganz so, dass jetzt da wir so hinten drin sind. Schade ist natürlich, wie die ganze Saison haben wir einfach auch Pech. Da mit dem Goal, wo wir da noch, weißt du, in den 30. Minuten oder so, wo aberkannt worden ist. Es ist ja der Spieler zugegangen oder zugelaufen und hat es gut gemacht, der eigentlich nicht im Abseits war. Aber ja, mit solchen Sachen haben wir jetzt die ganze Saison ein bisschen zu kämpfen gehabt. Darum finde ich, machen wir es heute eigentlich sehr gut. Die Jungs sind parat, willig, hungrig. Und das Glück müssen wir jetzt einfach noch erzwingen und ich glaube, es ist das eine oder das andere wäre eigentlich noch drin. Ja. Aber ich bin zufrieden, ich bin stolz auf die junge Truppe, ja, die machen da ganz gut. Also ja, nicht weil ich sage, dass sie schlecht sind, also sie spielen schon gut, so ist es nicht. Ja. Muss man aber auch sagen, dass Roman Zorn mit dem Lattenschuss und mit zwei, drei Standards recht gut dran gewesen sind. Wie zuversichtlich bist du für die zweite Halbzeit? Ja, ich würde jetzt mal sagen, die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde sind sicher sehr wichtig für uns. Dass wir wirklich im Kopf noch mal frei sind auf unsere Abwehr, respektive auf unsere Taktik richtig einzustellen und bereit sind von Anfang an. Und ich sage jetzt mal frech, je länger das Spiel geht, umso eher ist, und es bleibt 0-0, umso eher ist die Chance, dass wir vielleicht noch eine können runterzwicken. Wichtig ist einfach, dass die Mannschaft weiss, wir geben unser Bestes, wir geben alles. Ganz tough, der ganze FC Amorsville, dass wir hier da heute das letzte Spiel in dieser Konstellation, wie wir jetzt noch sind, da super und mit hoch erhobenen Hauptes können vom Platz gehen. Alles haben wir nicht im Griff, am Schluss wird es zeigen, es ist ein Spiel. Ja, wir machen unser Bestes, das weiss ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, die Sonne scheint heute recht stark aufs Feld, das ist eine rechte Hitze. Wie siehst du das in den letzten 15 bis 20 Minuten, was das aufs Spiel Einfluss könnte haben? Ja, es wird vielleicht, ich weiß nicht, wie sie sich so top vorbereitet haben. Hat natürlich auch ein paar Schlawiner unter der Mannschaft. Ich hoffe, sie haben sich gut vorbereitet und ja, haben genug Magnesium und auch genug gegessen, dass dann da nicht irgendwie Krampfverschiebungen auftreten. Aber eben, es ist natürlich jetzt schon wieder ganz krass, der Temperaturunterschied. Und es ist ein intensives Laufspiel heute. Die Wärme, geht es mal davon aus. Wir haben noch 5 auf der Bank, die auch parat sind und heiß sind. Wir werden das schon über die Runde bringen. Dann ist das gut. Vielen Dank für die Halbzeitanalyse. So, wir sind wieder zurück aus Amriswil für die zweite Hälfte zwischen dem FC Amriswil und dem FC Romanshorn. Wie wir gehört haben, beide Mannschaften eigentlich zu kämpfen mit dem Wetter, aber es ist ein sehr Laufspiel für beide Teams, hat der Trainer vom FC Amriswil gesagt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hat der FC Romanshorn ein bisschen mehr Anteil am Spiel mit besseren Chancen. Da muss auf jeden Fall vom FC Amriswil noch ein bisschen mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Alles ist bereit, Schiedsrichter bereit, Spieler sind bereit und jetzt geht es in die zweite Halbzeit zwischen dem FC Amriswil und dem FC Romanshorn. FC Amriswil kann direkt zuerst mal Zeichen setzen. Und dann aber ein unnötiger Ball in die Seite aus. Hat wäre ein bisschen steiler gekommen. Und vielleicht hätte er ihn eventuell noch haben können. Aber nichtsdestotrotz war es eine gute Möglichkeit gewesen. Direkt defensiv gefordert. Aber Roman Zorn mit einer guten Möglichkeit. Der Ball kommt in die Mitte. Aber Amriswil kann befreien. Und somit ist das der erste Eckball in der zweiten Halbzeit, in der 47. Minute für den FC Roman Zorn.
Ball kommt sehr gut auf den zweiten Posten. Aber der FC Romanshorn vergibt hier mit Silva Bayau die gute Möglichkeit für den FC Romanshorn in der 47. Minute. Fast 40. Vom FC Romanshorn. Möglich. Aber sehr stark verteidigt von Lukas Soller. Möglichkeit für Romanshorn, aber der Ball kann geklärt werden. Romanshorn bleibt aber im Ballbesitz. Nächste Flanke kommt sehr gut auf den Neuner. Und das ist vielleicht die Möglichkeit. Ah, will da nicht mit links schießen. Oh, eine Volley. Neben das Goal. Nächste gute Möglichkeit für den FC Romanshorn. Die kommen direkt sehr wild aus der Kabine. Möglichkeit jetzt für den FC Amriswil, das ist ja sehr gut. Ah, da verstolpert er den Ball ein bisschen, kann ihn aber zurückholen. Und dann gibt es eine sehr gute Freistoßdistanz. Möglichkeit für den FC Amriswil. Stoß, er kommt direkt, aber gut in die Mauer. Nachschuss kommt. Oder noch Flanke. Aber das kann geklärt werden. Jetzt Möglichkeit. Ah, gut, ein bisschen zu lang, aber sehr stark gemacht vom 13er. Vom FC Romanshorn. Ball. Oh, gut aus auf links. Flanke kommt in die Mitte. Schuss kommt. Oh, knapp nebendurch. Pullert. Gute Chance. Für den FC Romanshorn, die sehr stark sind zum Anfang in dieser zweiten Halbzeit. Und jetzt, Achtung, Amriswil mit der guten Möglichkeit, aber Romanshorn kann so halbwegs verteidigen. Amriswil, die linke Seite. Ah, klappt noch nicht so alles, aber Amriswil immer noch am Ball. Sieht sehr spannend aus. Aber jetzt kann Romanshorn Ball wegschlagen. Nochmal den Ball führen. Donnert. Jetzt gibt es eine riesige Chance für den FC Romanshorn.
Oh, und sehr stark gehalten vom FC Amriswil-Goalie Pascal Stadler. Gute Möglichkeit. Also Roman Zorc muss mindestens ein Goal schießen, um das Spiel zu gewinnen, um auch Meister werden können. Das muss aber auch mal der Ball im Goal sitzen. Kein Penalty. Oh, der Flanke in die Mitte. Volley Versuch und dann. Ist jetzt die Frage, was gibt's? Ich sehe nicht, ob es am 16er passiert ist. Oder was es gibt. Es gibt einen Freistoß für den FC Romanshorn. Aus einer sehr guten Distanz wird man wahrscheinlich direkt versuchen. Also, der 13er schießt, der André Felipe Bayao Silva hat viel Spielanteil heute. Er wird ein Dritter und er dritten! Und was für eine Parade! Was für eine krasse Parade vom Pascal Stadler! Und auch gerade nochmal, also Pascal Stadler hat gerade zweimal sehr gut gehalten. Und dann geht's Freistoß und geile Karte für den Luca Friedrich. Somit gute Freistoßmöglichkeit für den FC Amriswil. Ball wird in die Mitte kommen. Und der Ball kommt sehr gut. Aber Romanshorn kriegt das verteidigt. Und jetzt vielleicht mit einem Gegenkonter. Boah, sehr schnell unterwegs, der 19er. Und das müsste. Es gibt kein Penalty. Glück, ja. Achtung und Volley Versuch und Atlante. Was für eine riesige Chance für den FC Romanshorn. In der 56. Minute. Riesige Chance für den FC Romanshorn. Wäre aber am Schluss, glaube ich, auch offside gewesen, so wie ich das mitbekomme. Also Amriswil jetzt schon mit viel Glück schon der zweite Aluminiumknaller in dem Spiel. Und jetzt gibt es die Chance, aber das wird als Offside gehalten. Was sind wir unsicher, ob es Offside ist? Uiuiui, ui, fast eine Unkonzentriertheit beim FC Romanshorn. Nächste gute Flanke in die Mitte. Ball kommt da, springt ein bisschen hin und her und dann nochmal ein Volley-Schuss. Etwa 10 Meter übers Goal.
Wir schreiben schon die 57. Minute, noch immer 0-0 zwischen den beiden Teams. Wie ich vorher zur Pause hat übrigens der FC Arpon geführt mit 2-2. Das wäre nicht gut für den FC Romanshorn, was der FC Romanshorn würde gewinnen und Arpon würde verlieren, könnte Romanshorn den Titel holen. Und dann geht es Eckball für den FC Amriswil. Und Eckball. Wird kurz gespielt, nochmal zurück. Ah, der Eckball hat nicht so funktioniert wie geplant. Einwurf für den FC Romanshorn, die jetzt anfangen, noch 32 Minuten haben sie zu spielen, oder haben sie die Chance, besser gesagt, hier noch einen Goal zu schiessen. Gut verteidigt vom FC Amriswil. Danke, unsere Mitte aber zünden. Und dann, was ist da? Offside. Und jetzt gibt es Freistoß für den FC Amriswil. Bei Eckball geht es. Haben wir es doch ein bisschen falsch gesehen. Eckball für den FC Romanshorn. Ist das jetzt vielleicht Gas zum in Führung gekommen? Freistoß gibt es, gern Deckball. Ist das jetzt die Chance? Und er kommt flach und das ist 1-0! 0-2 für den FC Romanshorn! 60 Minuten! Wichtiger Treffer! Für den FC Romanshorn. Und somit steht es 0-1 für die Gäste hier in Amriswil. Und somit ist der Titelkampf wieder da. Und ganz drauf an, was beim FC Arpon steht. Die ja gerade gegen den FC Flavin spielen. Achtung jetzt, gute Chance wieder für den FC Romanshorn. Ja, sehr gut. Ah, der hat er mit links abschießen müssen, aber der kommt jetzt schon. Und wieder einmal hat der Pascal Stadler. Wie so häufig in diesem Spiel. Und die Möglichkeit
von der FC Amrisville. Oh, sehr stark. Ah, zu steil der Ball. Lang. Und Roman Sorn kann den Ball befreien und kann jetzt vielleicht gerade wieder einen Gegenkonter starten. Oh, starker Seitenwechsel. Ah, dann den Ball aber verloren. Und Zweier. Von Noel Grubenmann. Möglichkeit für den FC Amrisville. Ball kommt. Ah, und dann hat man ihn so halbwegs gestolpert, ein bisschen. Gute Chance, wo man hier liegen lässt. Aber kein Problem für Pascal Stadler. Freistoß. FC Amrisville. Viel Platz für den FC Romanshorn über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte und dann die nächste riesige Chance für den FC Romanshorn in der 64. Minute. Romanshorn. 66. Minute. Somit die sehr gute Möglichkeit für den Titel heute am Nachmittag. Für den FC Romanshorn. In der 66. Minute 2:0 für den FC Romanshorn. Torschütze Nummer 10, Edon Azadiki. Bitter für den FC Amrisville. Stark den Ball geholt. Die Möglichkeit jetzt für den FC Amrisville. Ah, der Ball kommt seit.
die Bälle müssen genauer kommen, wenn man hier noch eine Chance haben will. Möglichkeit jetzt für die FCM-Resi. Durch die Mitte. Und jetzt die Möglichkeit, kein Offside. Guten Abschluss, aber kein Problem für den Nicolas Fink im Goal vom FC Romanshorn. Liegt ein Spieler vom FC Amrisil am Boden, der jetzt muss behandelt werden. Es sieht so aus, als könnte man weitermachen. Sieht so aus, als müssen wir jetzt hier Spieler rausnehmen. So ist es, der Führer kommt rein, der Jeton. Nein. Mal schauen. Albert Marin. Das ist der Art Abdici, die jetzt in der Kuh ist. Im FC Amrisin. Jetzt haben wir es will. Wieder mit einem schnellen Konterversuch. Schöner Pass. Und dann geht es ein Wurf. Für den FC Amriswil. Schnell ausgeführt. Ah. Dann guter Ball ist aus, somit Abstoß für den FC Romanshorn. 71. Minute inzwischen. 0-2 Stoß für den FC Romanshorn. Wenn es immer noch so ist, dass der FC Arbon führt, bringt aber das am FC Romanshorn nicht. Also Arbon müsste verlieren und Romanshorn müsste das Spiel gewinnen, um noch Meister werden. Come on.
Möglichkeit. Jetzt, Achtung, gute Möglichkeit. Aber kein Problem, auch hier wieder. Für Pascal Stadler. Boah, sehr schön gemacht und das könnte jetzt die gute Möglichkeit sein. Ah, Ball runter. Aber gut, nein, das Goal. Richtig gute Möglichkeit für den FC Amriswil, für Gilberto Laurentino Pereira. In der 73. Minute. Und Achtung, Roman Zorn mit der nächsten guten Möglichkeit, gerade noch so verteidigt vom FC Amriswil. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Auf jeden Fall liegt er am Boden. Scheint Schmerzen davon 13. Aber sehr stark weggehauen. Mit mir ist es eigentlich, wenn ich es richtig sehe, Eckball. Gell? Genau so ist es, Eckball für den FC Roman Zorn in der 74. Minute. Oh, sehr stark gemacht. Ab der FC Romanshorn kann den Ball befreien. Somit nächster Einwurf für den FC Amriswil. Wechsel. Der Ball ist steil, somit Abstoß für den FC Amriswil. Mit einem Rapuna-Pass. Wunderschön gespielt. Befreit. Zweiter Ball. Vielleicht. Von Silva Bayau. Sehr starkes Dribbling. Und dann bringt er den Ball in die Mitte. Und dann knapp neben das Goal. Nächste gute Möglichkeit in der 76. Minute. Vom FC Romanshorn. Deckball. Deckball kommt recht gut. Ball kommt in die Mitte. Amriswil kann befreien. Zum Einwurf. Nächster Einwurf für den FC Romanshorn. Und dann gibt es die ersten Wechsel. Gerade 3 Wechsel beim FC Romanshorn. Oh,
Rookie, der reinkommt, ist die Nummer 17, der Fisnik Idrizi. Der zweite ist der Dario Lucarelli. Dritte haben wir nicht gesehen. Sieht das die Wechsel beim FC Romanzahn. Romanzahn bleibt gerade weiter dran. Und einen guten Abschluss, knapp neben das Goal. Richtig gute Möglichkeit, der FC Romanzahn in der 78. Minute. Stark durchgetankt von Nummer 18, Triton Kaisimi. Nächste Eckball. Kaisimi, erste, achte Start ist Atz in dem Spiel. Da ist sich jetzt die Veto hat raus. Das scheint das so gut zu gehen. Damit nächste Eckball für den FC Romanzahn. Eckball kommt sehr gut. Ball neben Tore, aber eine gute Flanke. Weiterhin der Spielstand 0:2 für den FC Romanzahn. Oh, sehr stark. Oh, schön gespielt. Und in Mitte und 3 für den FC Romanzahn in der 80. Minute. Zu 3. Dann würde ich sagen, ist das so ziemlich die Chance für den FC Amriswil, um etwas zu machen. 10 Minuten 3 Goal ist schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und so stark wie der FC Romanzahn vor allem jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Sie heißen FC Amriswil nicht einfach gemacht. Amriswil viel mehr defensiv beschäftigt gesehen als offensiv. Achtung, Romanzahn macht gerade weiter, kommen wir wieder durch die Mitte. Schön, versucht hier ein Doppelpass, klappt nicht. Und dann gibt es Freistoß. Jetzt haben wir es in der eigenen Hälfte. Geile Karte für 12. Aaron Vorer wechselt worden. Direkt geile Karte geholt. 9 Minuten. In der zweiten Halbzeit. Immer noch 0
3 inzwischen. Oi, oi, oi. Und dann voll in den Rücken rein. Vom Vierer in Bermriswil. Vom Art Apici. Also Andres Schwil scheint jetzt dann auch zu wechseln. Nächste Spieler am Boden beim FC Amriswil. Da geht der Schiri zum Linienrichter, es wird noch ein bisschen besprochen. Sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. Wälzt sich hier am Boden. Das sieht gar nicht gut aus. Perfekt gibt's. Eine rote Karte für den FC Romanshorn. Romanshorn, also jetzt nur noch in Unterzahl. Rote Karte. Ich glaube, zumindest rot. Geht aber danach aus. Doch, rote Karte also für den Rettmannsorn. Wechselnder beim FC Amriswil, der 5. Christian Lang. Auch nicht kein Wechsel. In den 85 Minuten Wechsel beim FC Amriswil. Doch, es hat einen Wechsel gegeben. Dann ist der Christian Lang das Spiel reingekommen. Nein, stopp, stimmt ja gar nicht. Ich habe im FC Romanshorn geschaut. Reingekommen ist Kenan Brasovic. Da ist reingekommen im FC Amriswil. Und jetzt die Möglichkeit für FC Amriswil. Jetzt nochmal gewollt sind, nochmal einfach alles zu geben. Die Flanke kommt sehr gut zum Elfer und eine richtig gute Möglichkeit für den FC Amriswil in der 86. Minute. Und eine super Parade, muss man aber auch sagen, von Nicolas Wink. Der hat ihn sehr stark rausgeholt. Oh, Eckbar kommt direkt. Romanshorn muss ihn verteidigen mit dem Dijon Sadiku. Somit nochmal Eckball mit dem Riswil. Eckball kommt gut. Ah, und Romanshorn bekommt ihn verteidigt. Nächster Eckball. Spieler vom FC Romanshorn liegt am Boden. Ball kommt.
Amriswil. Und das ist wenigstens der Anschluss. 87. Minute. Ja! Und noch 3:1. Und Wasser, Goal, Wasserdistanzschuss. Somit steht nur noch 1:3. Aber es könnte sein, dass das Goal zu spät kommt. Aber noch, da müssen wir noch nicht alles ausschließen. 3 Minuten noch in dem Spiel. Und der 19er kommt noch beim FC Amriswil rein. Das ist der Bekim Bekiri. Der kommt hier noch mal rein. Amriswil bleibt weiter dran, aber jetzt kann Roman Zorn nicht kontern, kein Foul gesehen. Schöner Steilpass, nochmal die Möglichkeit. Und, da trifft er den Ball nicht richtig. Achtung, vielleicht nochmal ein Distanzschuss. Der Distanzschuss kommt, aber der geht viel zu hoch. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Wechsel. Ein Goalie-Wechsel geht es jetzt noch. Pascal Stadler geht jetzt am Schluss nochmal raus. In der 89. Minute. In der 89. Minute. Es gibt nochmal einen Goalie-Wechsel. Pascal Stadler. Für mein Team. Für die letzten 2-3 Minuten. Wäre jetzt dumm. Geht es noch nächste Zeit? Geht noch einmal ein Einwurf für den FC Romanshorn. Jetzt gibt es vielleicht noch eine letzte Möglichkeit für den FC Amriswil. Ball wird befreit. Es gibt noch einen Einwurf. Wir sind schon in der Nachspielzeit drin. Es gibt eine Möglichkeit, noch eine Flanke reinzubringen. Flanke kommt, wird befreit. Jetzt vielleicht noch sogar eine Chance, einen Distanzschuss oder einen Seitenwechsel. Sehr schön. Trifft nicht richtig und dann Kampferscheinung. Beim 15er vom FC Amriswil. Regt sich halt also darauf, dass er nicht hat können die Mitte bringen. Achtung, Romanshorn. Nein, ist mit einer Chance, mit der Nummer 13. Wieder das Seil. Holt hier noch einen Eckball raus.
vielleicht der letzte Eckball in diesem Spiel. Und der Eckball kommt noch. Geht nochmal ein Eckball. Und oh, geht drüber und es gibt nochmal einen Eckball. Trägt die Eckball in Folge. Wir sind schon in der etwa 93. Minute, schätze ich mal. Also allzu lang wird es auf jeden Fall nicht mehr gehen. Ausgeführt, kurz gemacht. Und dann ist das FC Romanson gewinnt mit 1:13 Folge. Was hat der FCA gemacht? Auf jeden Fall ist das sie von dem Spiel. So, jetzt ist das Spiel fertig. Gegen Amriswil 1:3 gewonnen. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel heute? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Spielstand. Hätte können zu null sein, leider nicht. In der ersten Halbzeit haben wir einige Chancen nicht gemacht. Dafür sind wir in der zweiten Halbzeit umso stärker vorgekommen. Und da haben wir auch die Chancen, die wir hatten, gut gemacht. Und ja, 3:2 ist sicher ein guter Saisonabschluss. Da bin ich gut zufrieden. Wie du auch schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit war es ein bisschen auf und ab. Es hat so ein bisschen auf beiden Seiten immer wieder Chancen gegeben. Wie siehst du es in der zweiten Halbzeit? Wie viel dominanter hast du euch selber gesehen? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also wie schon gesagt, in der ersten Halbzeit sind wir auch zu öfteren Chancen gekommen als FC Amriswil. Und ja, dort haben wir sie einfach noch machen müssen. Dort haben wir uns auch in der Pause noch mal aufgerafft. Und dann haben wir die Dinge gemacht, ja. Jetzt mit der Meisterschaft allgemein gesehen, wie zufrieden bist du jetzt gesehen? Doch jetzt am knapp verpassten Titel. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Der zweite Platz ist eigentlich auch sehr gut. Bis nach dem Spiel sind wir immer um den Aufstieg am Spielen gewesen. Und ja, das kann man sicher so mal machen. Ist gut, merci. Eben jetzt 3:1 gewonnen, trotzdem leider nicht gelangt für den Meistertitel. Wie frustrierend ist das jetzt so im Nachhinein? Für mich gar nicht frustrierend. Wir hatten so eine super Saison gehabt. Wir haben gewusst, was gilt. Wir müssen unsere Aufgabe machen. Arbon hat ihre Aufgabe aber auch gemacht. Darum für uns nicht wirklich tragisch, sondern wir haben eine super Saison können machen. Wir durften heute auch gewinnen wieder. Und durften den Goalie, der vorher im Interview war, sein erstes Spiel machen bei uns im Eis. Das ist auch schön. Und viele Junge können einbauen diese Saison. Und darum gar nicht enttäuscht, sondern sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und auf den ganzen Staff und auf den ganzen Verein. Ja. Jetzt 1:3 gewonnen hier in Amriswil. Wie schwierig ist für dich jetzt die Aufgabe gesehen, so im Nachhinein, wenn du zurückschaust? Also wie schwierig hast du es gefunden? Ja, wir hatten ein bisschen Mühe gehabt, in der ersten Hälfte, um wirklich ein Spiel hineinzufinden. Wir waren zu weit auseinander gewesen und haben dann ab und zu die Umschaltmöglichkeiten von ihnen zugelassen, wo es dann auch so 1-2 Chancen gekommen sind, wo ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Und wir sind zu wenig konkret Richtung Goal gegangen, dass wir unsere Chancen haben können nutzen konnten. Darum auch das 0-0, glaube ich, gerecht in der Pause. Und das war ein bisschen Tag, wo wir nicht so passen. Auch zu wenig Energie von der Mannschaft rein. Wir können mehr, definitiv. Am Schluss haben wir, glaube ich, gewonnen, 3-1. Und das ist schön. Wie hast du die Hits gefunden jetzt, so auch in der zweiten Halbzeit? Findest du, hat das eine große Rolle gespielt über das ganze Spiel? Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der ein oder andere Spieler ein bisschen Mühe mit den Hits, weil wir jetzt doch noch schon länger nicht mehr so warm hatten. Und dann muss sich der Körper einmal zuerst wieder daran gewöhnen. Und da hat der ein oder andere wahrscheinlich schon ein bisschen Mühe gehabt, aber schlussendlich haben wir das gut über die Runde gebracht und sind, glaube ich, dann auch schlussendlich der verdiente Sieger gewesen. Ja. Herzlich willkommen zur Match-Analyse nach dem Spiel FC Amriswil gegen den FC Romanson, wo Romanson das Spiel schlussendlich mit 3:1 gewinnt. Wie hast du das Spiel gefunden?
Also ich muss sagen, die erste Halbzeit war fast ausgeglichen. Ich hatte zwar das Gefühl, dass Romanshorn noch ein bisschen bessere Möglichkeiten hatte und ein bisschen effizienter war. Das Goal zwar nicht getroffen, aber bessere Chancen rausgespielt hat. Und in der zweiten Halbzeit dann komplett dominant. Also bis vielleicht die letzten 10 Minuten sind sie noch mal ein bisschen eingeschlafen, kann man schon fast sagen. Ist halt auch nicht mehr gegangen. Ich meine, sie hat 3 Goal Vorsprung in der 86. Minute, glaube ich. Nachher dann halt nochmal ein Goal kassiert. Aber sonst eindeutige Sache, finde ich. Also Romanshorn hat das verdient gewonnen. Ja, finde ich auch so. Das hat sie gönnt, finde ich. Aber am Anfang, die ersten 10 Minuten, war Amriswil doch noch ein bisschen präsenter gewesen. Das stimmt. Also, ganz am Anfang, ja. Sie haben, glaube ich, sogar. Nein, sie haben noch nicht die erste große Chance gehabt. Sie haben die zweite große Chance gehabt, allgemein vom Spiel. Mit einem Freistoß, der fast rein wäre. Mhm. Aber sonst an sich. Also, ich muss wirklich sagen, die ersten 10 Minuten, ja, ist Amriswil ein bisschen besser da gewesen. Aber danach eigentlich schon ein bisschen besser von Romanshorn. Aber wie gesagt, es war fast ausgeglichen. Also es ist am Anfang auch noch nicht so viel gegangen. Ich hatte wenig Chancen. Genau, also es ist wirklich so, anfangs zweite Halbzeit hat Romanshorn dann angefangen aufzudrehen. Ja. Findest du überraschend? An sich nicht. Ich meine, schlussendlich, wir reden hier vom zweiten Platz gegen den 11. Platz. Für das muss man aber wirklich Amriswil loben. Also die erste Halbzeit war eigentlich recht super gewesen. Auch defensiv, finde ich. Auch defensiv, ja, vor allem. Und auch Ballbesitz, finde ich, ist recht stabiler gewesen als bei Romanshorn. Die zweite Halbzeit hat man dann schon den Klassenunterschied gesehen. Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Romanshorn ist da deutlich besser gewesen. Darum ja. Ja, vorher war Litz, der Hitz. Aber was? Schwieriges muss ich finden. Also ich finde, Romanshorn hat in der ersten Halbzeit viel mit langen Ball gespielt und die kurzen Pass haben nie so richtig abgestimmt. Also ich finde, die kurzen Pass sind entweder gar nicht zum Mann gekommen oder sind eben raus. Und ich finde, das haben sie in der zweiten Halbzeit einfach besser auch gemacht. Bei Amriswil hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man hat gar keinen richtigen Plan gehabt, vor allem nicht in der zweiten Halbzeit, was man macht. Sondern man hat einfach etwas angefangen zu kreieren, darauf gehofft, dass es funktioniert. Und es hat dann einfach nicht funktioniert. Aber erste Halbzeit, wie gesagt, eigentlich recht fast ausgeglichen. Ja. Was ich schon gefunden habe, ist, vor allem so, wenn man auf die lange Bälle zurückgehen, haben die lange Bälle drum und dann einen immer gehabt. Meistens sind wir schneller gewesen wie der Gegner. Das stimmt. Aber man muss sagen, ich glaube, der 21er ist das gesehen von der Verteidigung bei Amrisi. Der ist recht schnell gewesen. Also da ist viel Flügelspieler auch immer wieder abgelaufen. Aber eben schlussendlich muss man halt sagen, Romanshorn hat, glaube ich, am Schluss einfach auch noch ein bisschen mehr Luft gehabt. Vor allem eben innerhalb von 20 Minuten 3 Goal geschossen. Genau. Ja, ich finde auch, zweite Halbzeit. Ich habe den Ball viel besser getroffen, finde ich. Weißt du, auf einmal hat man irgendwie wie viel mehr Raum im Spiel. Das stimmt. Also man muss wirklich sagen, Amriswil hat so ein bisschen, eben in der zweiten Halbzeit sehr nachgelassen, auch mit der Manndeckung vor allem. Man ist nicht mehr so am Ball nach wie in der ersten Halbzeit. Man war weniger körperpräsent gewesen. Und das hat Romanshorn einfach besser gemacht. Ich glaube, das zeichnet ja auch am Schluss ein bisschen die Ballen aus, eben zweite gegen elfte. Genau. Aber wir haben ja die Schnittbälle, die es kam. Es ist gerade die Spitze führen, die auch richtig gut passt. Das stimmt. Eben, ja. Also recht viel gute, lange Ballführung gespielt, was in der ersten Halbzeit auch schon gut gelaufen ist. Ja. Aber auch dort eben allgemein auch die kurze und lange Pässe sind nicht immer 100% angekommen. Und eben, das ist einfach in der zweiten Halbzeit Romanshorn tausendmal besser gelungen als in der ersten Halbzeit. Im 5. Spiel, Ende jetzt noch die rote Karte, hast du genau gesehen, was da passiert ist? Ich habe es ehrlich gesagt nicht zu 100% genau gesehen. Es war irgendwie, glaube ich, ein dummer Zusammenprall gewesen. Aber ich glaube, so wie er sich gewälzt hat und so, kann man sich jetzt darüber streiten, ob es am Schluss eine rote Karte war. Aber ich glaube, Amriswil nimmt das mit, auf jeden Fall. Ich meine, bei einem Rückstand von 3-0, klar, es war jetzt recht spät noch gewesen, die rote Karte. Aber sie hat recht beschwungen gebracht für Amriswil. Das stimmt. Die letzten 5 bis 6 Minuten haben sie noch mal ein bisschen mehr gemacht, haben dann auch das Goal geschossen. Muss man ja schon fast sagen, ist dann am Schluss trotzdem verdient gewesen, dass sie noch ein Goal geschossen haben. Sehenswert. Sehr. Ja. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung vom Schul und vom Purzel. Danke euch vielmals fürs Zuschauen, fürs heutige Spiel. Danke auch an Schul und an alle, die mitgeholfen haben heute beim Aufnehmen. Und danke noch an den FC Amusin, den FC Romanshorn, dass wir hier auf filmen kommen. Es war wirklich toll gewesen, tolle Location, wie auch tolle Stimmung hier, mit ein paar Fans, die es dann noch hatten. So ein bisschen ganz vom Stadion verteilt waren ein paar Fans. Irgendwo im Ecke hinten hat es noch ein paar Fans gehabt, die von Romanshorn dabei waren. Wo wir vielleicht heftig noch gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die extra Zugang Verspätung hatte. Ich weiß nicht so genau. Aber nein, es war wirklich toll gewesen. Danke vielmals. Großes Lob geht raus an alle Mannschaften.
cooles Spiel gewesen, haben amüsant gewesen, unterhaltsam gewesen. Ja, willst du noch was sagen? Lasst bei ihm ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das öfters sehen wollt, vielleicht in die nächste Saison, wenn wir es nochmal zusammen machen. Und ja, so stand ich eigentlich nicht mehr. Das war sie hier aus Amuswil. Danke vielmals, das nächste Spiel von FC Amuswil, wo sie, wenn sie 3-1 gewonnen haben.